Hi, ich bin die Elke. Ich zeige euch heute eine zweite Energieübung, und zwar das ist die Fortsetzung von Uddiyana Bandha, was wir das letzte Mal hatten, und zwar Agnisara. Agnisara wird wörtlich übersetzt Feuerübung, weil Agni steht für Feuer und Sara steht für Übung. Und Feuerübung deshalb, weil dadurch sehr viel Energie freigesetzt wird. Ja, ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr ein Feuer anzündet, ja, was dabei Wärme, was dabei Explosion entsteht, ja, richtig Dynamik, Kraft, Energie. Und genau das Gleiche bewirkt eben wirklich diese Übung Agnisara. Agnisara ist auch ein Kriya, und zwar eine Reinigungsübung, wo vor allem die Darmperistaltik richtig schön aktiviert wird, weil durch dieses ständige Bauch nach innen und nach vorgeben, ja, müsst ihr euch vorstellen, werden die Bauchorgane zusammengequetscht und wieder auseinander. Ja? Also so richtig auch die Faszien, das sind die Bindegewebshäute um die inneren Organe, werden dadurch aktiviert. Lockerung passiert oft so, dass einfach die Bauchorgane, wenn wir viel sitzen, ja, dann die Darmperistaltik, die wird dadurch einfach vermindert, und wenn wir diese Übung machen, können wir diesen ganzen Prozess wieder richtig schön Schwung bringen. Diese Übung könnt ihr morgens machen, auch direkt nach dem Aufstehen. Ihr könnt sie aber auch, was sehr gut ist, direkt vor dem Essen machen, ja, um anschließend einfach das Essen besser zu verdauen. Oder ihr könnt sie auch einfach zwischendurch machen, so während des Tages, wenn ihr einfach merkt, ja, ich bin müde oder ich brauche Energie. Probiert es einfach mal aus. Versucht einfach mal den Kaffee stattdessen wegzulassen. Ich sage immer, Agnisara ist wie so ein Espresso, ja, nur ohne Nebenwirkungen. Die Nebenwirkungen, die ihr habt, die sind eigentlich immer nur positiv. Beim Espresso oder beim Kaffee ist es einfach so, jeder weiß es von uns. Die Wirkungen, die wirken zwar sofort, aber sie halten nicht lange an, und man wird dann letztendlich vom Koffein abhängig, was ihr natürlich von dieser Übung nicht werdet. Okay, also im Endeffekt nur Positives. Gut, ich erkläre die Übung wieder zuerst und dann zeige ich es euch wieder von der Seite, dass ihr wirklich gut auch die Bewegung von meinem Bauch sehen könnt. Und zwar für diese Übung atmet ihr so tief wie ihr könnt vollständig in die Lunge ein. Dann atmet ihr durch den Mund aus, einfach deshalb, um wirklich jegliche Restluft auszuatmen. Ja? Dann stützt ihr euch genauso wieder wie bei Uddiyana Bandha auf den Oberschenkeln ab. Haltet den Rücken dabei ganz gerade und dann pumpt ihr den Bauch nach innen und nach außen. Also immer wieder Bauch einziehen und locker lassen. Und das macht ihr so lange und so schnell, wie ihr könnt. Am Anfang geht die Übung vielleicht nicht so schnell, aber wenn ihr das öfters übt, ja, also so 3-4 Mal die Woche, werdet ihr merken, dass ihr in einem Monat diese Übung ziemlich schnell machen könnt. Okay, so, jetzt habe ich genug erklärt. Ich zeige euch jetzt die Übung von der Seite und macht dann einfach mit. Okay, wir machen insgesamt 4 Runden. Stelle dich dazu hüftbreit auf. Ihr könnt auch ein bisschen breiter auf der Matte stehen. Dann atme so tief, wie du kannst, in die volle Lunge ein. Kräftig durch den Mund ausatmen. Und dann beginnt ihr mit Agnisara. Bevor ihr einatmet, Bauchdecke locker lassen und dann einatmen, wieder nach oben aufrichten. Sehr schön, ein zweites Mal. Atmet so tief ein, wie ihr könnt, in die volle Lunge. Kräftig durch den Mund aus und pumpen. Letztes Mal. Tief einatmen in die volle Lunge. Kräftig aus. Pumpen. Locker lassen. Einatmen, aufrichten. Ein letztes Mal. Beim letzten Mal vielleicht so schnell wie es geht, um nochmal richtig Agni, diese Feuerenergie zu aktivieren. Okay, tief einatmen. Kräftig aus. Und pumpen.
dann spürt auch diese Übung einmal kurz nach. Macht das am besten wieder mit geschlossenen Augen, sodass ihr ganz bei euch seid, wirklich nach innen spüren könnt. Und dann geht von der körperlichen Hülle vielleicht so weit nach innen, bis ihr die emotionale Hülle spürt. Ja, also spürt vor allem nochmal den Bauch. Vielleicht spürt ihr schon eine gewisse Lockerheit im Bauch, in den Muskeln, vielleicht auch in den Bauchorganen. Manchmal ist es auch so, wenn man einen Energiestau hat, ja, in den Verdauungsorganen, dann kann man das auch in Form von Rückenschmerzen, vor allem im LWS-Bereich, wahrnehmen. Und diese Übung kann dadurch natürlich auch Rückenschmerzen vorbeugen. Weil ihr wisst, wenn man den Rücken kräftigt, der Antagonist, der Gegenspieler ist immer der Bauch. Und deshalb spielt immer beides zusammen. Ja? Und so ist es natürlich auch, die Emotionen, die befinden sich vor allem im Bauch. Und wenn es einem natürlich nicht so gut geht, dann sagt man oft, es schlägt einem auf den Magen. Ja? Wenn es einem auf den Magen schlägt, das Zwerchfell verspannt sich. Und wenn das Zwerchfell verspannt, ja, dann wiederum bekommt man Rückenschmerzen. Und so kann man das wirklich wie so ein Kreislauf sehen. Irgendwo einfach damit anfangen, um irgendein Muster zu durchbrechen. Wo man anfängt, ist eigentlich egal. Ja? Aber man sollte immer irgendwo damit anfangen. Und Yoga ist nicht nur, ich sage jetzt mal, nicht nur eine körperliche Übung, sondern Yoga ist auch eine Lebensphilosophie. Und was das Schöne beim Yoga ist, dass wir wirklich alle Bereiche integrieren. Ja, der Körper, der Geist, mental, die Seele, das ganze Innenleben. Ja, und das sollte man nie vergessen. Man sollte nie nur seine Muskeln trainieren, sondern wirklich auch ein bisschen tiefer nach innen schauen. Okay, so viel zu Agnisana. Probiert es einfach aus. Viel Spaß beim Üben und bis bald, eure Elke. Ciao, Namaste.